Halli, hallo, Hallöchen und schön, dass ihr wieder dabei seid zur mittlerweile 7. Folge Valheim. Ich bin sehr, sehr erfreut und gehypt, dass wir endlich ein solides Konstrukt haben für unsere schöne kleine Hütte. Zumindest für den Anfang erstmal. Das sieht schon um einiges geiler aus als in den Folgen davor. Und deswegen machen wir auch gleich damit weiter. Da möchte ich gar nicht lang rumschnacken, dass wir hier auch endlich mal vorankommen und uns Eiktür vorknüpfen können. Bin mal gespannt, wie schwer das wird. Ich habe noch kein Video oder sonstiges dazu gesehen. Da wollte ich mich dann doch überraschen lassen. Mal gespannt, ob wir das einfach so schaffen beim ersten Mal oder wie viele Versuche wir generell brauchen. Mal schauen. So, du sollst da dran, mein Guter. Jep. Machen jetzt hier einmal noch die Balken für quer und dann bauen wir auch gleich schon das Dach drauf. Durch die Schräge vom Dach haben wir dann so oder so noch ein bisschen mehr Platz in der Höhe, dass uns das hier für den Anfang erstmal vollkommen ausreichen soll. Es sind auch definitiv viel zu viele Balken und ich baue das schon viel zu solide für so ein kleines, ja, für so eine kleine Hütte. Aber wenn, dann halt richtig, und eventuell kann man sie ja später einfach noch ein bisschen erweitern und dann brauchen wir nicht direkt von vorne anzufangen. Das haben wir. So, jetzt brauchen wir Dach. Bin mal gespannt, ob das so hält. Oder ob wir hier noch Balken in die Höhe brauchen. Ich glaube fast, dass wir noch Stützbalken brauchen werden. Kommen wir da jetzt am besten dran. Oh, die Sonne blendet echt ganz schön. Aber eigentlich ein ganz hübsches Fleck hier im Wald, was wir uns da rausgesucht haben. Ich glaube, wir brauchen erstmal eine Treppe, damit wir hier ein bisschen besser rankommen. So, die mal da dran. So, das müssten wir ja schaffen. Ja. Uns das Leben hier etwas leichter machen. Hätte halt trotzdem ganz gerne. Gibt's noch andere Dächer? Was haben wir hier? Strohdach 45 Grad. Ach, und das ist 26. Hätte es halt schon ganz gerne, dass wir, sodass das Dach so bis zum Boden geht. Das passt etwas zur Wikingerzeit, aber wenn wir das jetzt so dran bauen, sieht das doch wieder doof aus, ne? Sieht doof aus. Wir können was zu essen vertragen. Dann schnell eine Himbeere rein. Haben wir das Lagerfeuer eigentlich? Oh ja, wir brauchen Brennmaterial. Das wollte ich gerade fragen, ob wir das Lagerfeuer immer wieder anfeuern müssen. Aber anscheinend schon. Und dann würde ich jetzt hier mal was dranhauen. Mehr haben wir nicht. Na, zumindest das eine Fleisch. Wir warten mal kurz ab, weil es geht teilweise doch sehr schnell. Und wenn wir es verbrennen lassen, wird dann Kohle draus. Werden wir früher oder später definitiv auch noch gebrauchen, aber aktuell noch nicht. Und bevor wir das jetzt hier verpassen mit der Zeit, ihr wisst ja, wie schnell das beim Bauen geht, dass man da ein bisschen die Zeit im, oder den Überblick der Zeit verliert, warten wir doch lieber ab. Ist das nicht richtig drüber? Oder dauert es doch länger, als ich in Erinnerung habe? Es dauert wahrscheinlich doch etwas länger. Okay, dann riskieren wir es. Ist halt die Frage, wie wir das am besten mit dem Dach machen. Entweder ist der Balken doch verkehrt, dass wir den dort hätten nicht hinbauen dürfen. Wir probieren das mal kurz ohne den Balken. Ah, jetzt haben wir es. Kohle. Na super. Okay. Dann haben wir das zumindest auch mal gemacht. Nehmen jetzt mal kurz den Balken weg. Mal ihn ein. Ja. Dann bauen wir das Ding einmal da oben dran. Ne, da müssen wir dazu auf die Treppe. So. Er sieht besser aus, ne? Die Holzdinger ein. Das sieht ja kacke aus. Das sieht schon besser aus. Ich würde es doch so lassen. Die Frage, ob wir hier noch dran bauen können. So. Ihr wisst, was ich meine mit dem Dach, ne? Dass es halt hier so verlängert ist bis zum Boden. Naja, dann machen wir es doch erstmal ohne die Balken. Sonst passt das alles vorne und hinten nicht. Dann zack, die Balken wieder weg. Und hier einmal den ganzen Spaß dran gebaut.
Und dann sieht das doch schon um einiges besser aus als vorher. So. So. Was passt, glaube ich, mit der letzten nicht, oder? Doch, sieht gut aus. So. Und so. Und so. Sehr gut. Dann haben wir das. Wie viel Holz haben wir denn noch? 27 einstecken? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch was in der Truhe hatten. Ich glaube fast, wir müssen nochmal Bäume fällen gehen. So und so. Ne, das war nicht ganz richtig. Eher so. Sind wir denn dann schon in der Mitte? Ich glaube nicht. Wir haben natürlich wieder asymmetrisch gebaut. Gibt es so ein verkürztes Holzdach oder Strohdach, was wir nehmen können? Nee, ne? Ich glaube, das geht schon wieder nicht auf, was ich hier gebaut habe. Naja, wir gucken mal. Hier ist doch was verkehrt. Wusste ich's doch. Das ist zu weit unten. Irgendwas stimmt da nicht. Das müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal bearbeiten. Ist teilweise auch schwierig, das ordentlich zu sehen. Wir müssen auch idealerweise gleich mal hier noch die Holztreppen wieder aufs Dach bauen. Ich glaube, jetzt passt es. Ja. Bauen uns mal noch so eine Holztreppe hier ran. Vielleicht so ein bisschen in die Mitte. Oh, einmal drehen. So, es wird schon gelb. Das heißt, eins können wir dann, glaube ich, noch dran bauen. Aber das war's dann auch. Zack. Notfalls bauen wir da noch einen Balken von unten dran, dass das wirklich etwas massiver wird. Ja, wird nicht ganz passen. Mist. Also vielleicht doch lieber das letzte Stück für längst. Ich glaube, das machen wir so. Sonst sieht das doch doof aus. Also nehmen wir hier so einen Holzboden. Was haben wir hier? Innenecke? Ach, das gibt's. Ja, sehr gut. Das habe ich nicht gesehen. Das ist doch die Lösung unserer Probleme. Hoffe ich zumindest. Aber ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Wir gehen mal hier rüber. Gleichgewichtssinn ist auf jeden Fall on top bei ihm. Kein Holz. Okay, dann gehen wir nochmal zur Truhe. Ich hoffe, wir haben noch was. Ansonsten müssen wir schnell noch ein bisschen was fällen gehen. Ein Holz. Na super. Was ich auf jeden Fall die ganze Zeit schon vorhatte, ist den Bauhammer mal auf die 1 zu legen. Und es wird schon wieder dunkel. Ein bisschen Angst, hier so nah zu fällen. Nicht, dass doch mal so ein Baum noch auf unser Haus drauf fällt. Das muss auch nicht unbedingt sein. Aber gut, dann gehen wir jetzt ein bisschen Buche fällen. Und dann sollten wir es doch schon fast geschafft haben. Das Bett wieder rein. Die Kiste können wir eigentlich erstmal in der Werkbank stehen lassen. Noch ein kleiner Tipp am Rande, den ich auch gelesen habe. Macht nicht gleich die gefallenen Baumstämme klein. Weil man kann ja immer noch das Glück haben, dass eins der Bäume, die man gerade fällt, noch drauf fällt. Und dann erleidet das halt auch schon Schaden. Somit erspart man hier. Ihr seht es gerade rechts. Sehr gut. Vielen Dank, liebes Spiel, dass du das so schön demonstriert hast. Und hier auch, wir sehen es gleich, da gibt es schon ein bisschen Schaden. Das heißt, wir müssen weniger zuschlagen. Und somit geht der ganze Spaß schneller. Man kann die Baumstämme auch sammeln. Also zwar klein machen als Holz sammeln, aber dann... Und dann aber so als Holzstapel sozusagen sich wieder hinlegen, dann kann man sich schon mal einen kleinen Vorrat anschaffen. Bevor man mit dem Bauen beginnt, habe ich jetzt nicht gemacht, habe ich zu spät erfahren. Aber bei unseren nächsten Gebäuden werden wir das definitiv so machen. Und Gegner haben wohl auch Angst vor Feuer. Das heißt, wenn man mit der Fackel zuschlägt, generell mit der Fackel dasteht,
Ui, jetzt haben wir Schaden bekommen. Nein! Wow, 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 ich dachte schon, wir sind tot. Wir haben gerade kein Bett mehr. Ich weiß nicht genau, ob wir dann... Oder wie das Spawn dann wieder funktioniert. Ja, also wenn man mit der Fackel dasteht, dann rennen die wohl weg. Oder sind generell etwas gefürchteter. Auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Am Rande. So, oh, schon wieder der nächste. Das gibt's doch nicht. Also die scheinen sich nicht so dolle vor Feuer zu fürchten. Man muss idealerweise auch immer schon ein Stück an denen vorbeirennen und dann erst zuschlagen. Sonst passiert das, was mir in einer der letzten Folgen passiert ist, dass wir hier Ewigkeiten nicht treffen. Wir haben 33 Holz. Das reicht natürlich noch nicht. Aber das ist ja schnell gesammelt und dann endlich die Fertigstellung des Hauses. Messer und Bogen können wir uns, glaube ich, noch nicht herstellen. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Schauen wir dann definitiv auch nochmal nach. Für die Jagd wäre das... Oh nein! Oh, noch 10 Leben. Uiuiui. Langsam habe ich ein bisschen Angst, hier weiter draußen rumzurennen. Ich glaube, wir gehen erstmal zur Hütte. Ja, lass doch mal so ein Kräuling oder ein Wildschwein ankommen und uns jetzt in die Hacken beißen. Dann haben wir ein großes Problem. Das ganze Holz hier hätte ich fast vergessen. Wir werfen nochmal eine Beere nach. Aber Fleisch haben wir leider nicht mehr. Ist ja Kohle draus geworden. Das heißt, sehr stark verbessern können wir unsere Gesundheitsregeneration gerade nicht. Ich mache jetzt einfach mal die Tür zu. Ich hoffe, dass uns hier kein weiterer Gegner auf die Nerven geht. So, weiter mit dem Dach. Brauchen noch eine Holztreppe. Am besten hier so von innen. Na komm, mach's richtig rum. Jetzt haben wir's. So perfekt passen tut's noch nicht. Ich glaube das. Nee, das passt nicht. Falsch rum? Gibt es da vorne und richtig? Vorne und richtig, genau. Ich weiß es nicht. Irgendwie ärgert es uns gerade. Das ist verkehrt. Haben wir da noch ein Dings mehr dran? Fehlt es uns jetzt am Dach? Nee, das wäre doch weiter, ne? Das ist weiter. Oh, schaut mal, wie der Mond scheint. Auch schön. Da mehrere von? Strohdach für 26 Grad. Aber doch, er hat... Ah, wir haben das 45 Grad genommen. Alles klar. Fehler gefunden. Sehr gut. So, jetzt das hier noch dran. Und dann hat der ganze Hausbau auch endlich mal ein Ende. Wir haben wieder das falsche Dach. Nein, es hält nicht mehr. Das heißt, wir müssen von hier anfangen. Weil sich jetzt natürlich das Dach nicht mehr ab, also nur auf dem hier links abstützt und da wird es einfach zu viel. Fange an zu frieren. Oben rechts sieht man es übrigens neben der Karte, wer es noch nicht gesehen hat. Da sind dann die Buffs wie Kälte oder wenn man nass ist. Wird nicht halten, ne? Oh doch. Gut, dann bauen wir es schnell so zu Ende. Dann würde ich sagen, wir machen noch so eine Balkenkonstruktion in der Mitte, einfach einer hoch mit so einem Schrägbalken dran. Lass mich nochmal kurz schauen, ob wir jetzt hier schon wieder Gegner in der Nähe haben. Leben ist zwar etwas besser, aber ich bin jetzt doch etwas ängstlich. Aber wir sind schon wieder außerhalb vom Kreis und wir müssen die Balken wegmachen. Auf der Seite ja noch gar nicht. So, dann haben wir das. Zack. 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 Ganz gern hier unten noch dran. Hier lässt das uns nicht mehr machen, vermutlich weil wir schon so nah am Boden sind. Ist hier drüben etwas höher als dort.
Lass uns erstmal so und gucken uns das komplett an. Wenn es komplett ist, wie das aussieht. So, da haben wir's. Ah, sieht ein bisschen doof aus noch rechts. Das muss tiefer werden. Notfalls planieren wir da nochmal etwas nach. Aber das können wir ja gleich in Ruhe machen. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns so eine Fackel hier ins Haus stellen können oder ob das Dach uns dann abbrennt. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Aber probieren geht über studieren. Also machen wir das einfach mal. Ich hoffe nicht. Das wäre sehr schade. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen hier noch weitere Holzwände, aber eigentlich so ein Dreiecksding. Oder passt ja das automatisch ein? Bloß versetzt nach hinten dann. Das ist aber nicht so das Wahre. Aber das müsste es auch geben. Ach, hier. Wir müssen wahrscheinlich wieder von oben dran. Machen sie erstmal auf der Seite. So, genau. Nehmen wir das nochmal weg. Machen den ganzen Spaß nochmal von hier. Ich glaube, so müsste es passen. Nee, passt nicht. Jetzt? Immer noch nicht? Er baut das irgendwie in die Luft. Das möchte ich doch gar nicht. Das ist noch Holz hier oben, ja. Drüben hat es super gepasst. Man sieht es von hier halt bloß schlecht. So? Ne, ist auch zu hoch. Ärger mich doch jetzt nicht. Es ging so gut. Oh. Sag mal, in mein Haus oder was? Verzieh dich. Hätte ich ihn eingeladen. Ne, das passt hier auf jeden Fall noch nicht so, wie ich das will. Hatten wir hier den Balken dran? Ja, Balken ist dran. Vielleicht ist das das Problem. Auf der linken Seite ging es zwar, aber hier möchte es ja gerade nicht. Den jetzt wegnehmen. Guckt das so auch wieder übers Dach raus, obwohl es das hier drüben halt nicht macht. Ah, aber hier ist auch eine Lücke. Okay, scheint irgendwie nicht besser zu gehen. Das heißt, ach, unser Bauhammer ist kaputt, aber wir haben ja zum Glück noch einen. Nehmen auch hier den Balken nochmal raus. Und packen den einmal hier drauf. Na komm. Passt auch wieder nicht. Ach, ich werd verrückt. Es könnte so einfach sein. Jetzt. Und dann guckt's halt ein bisschen übers Dach. Ich meine, meine Güte, gibt Schlimmeres. Wände wieder nehmen. Das Schattenspiel hier drüben vom Feuer macht mich gerade wahnsinnig. Ich dachte schon wieder, es ist ein Gräuling. Oh, das sieht gut aus. Noch eins hier drüber. Fenster können wir ja später mal gucken, dass wir noch was reinbauen. Und dann müssten wir den ganzen Spaß damit noch weiter fortführen. So. Ist wirklich schwierig, da ordentlich ranzukommen. Jetzt. Der Dachabschluss, weiß ich nicht genau, ob wir da einfach nochmal so eins für längs dran machen. Gucken, wie es aussieht. Ne, wir hatten schon wieder das Falsche, ne? Wir brauchen 45 Grad. Na, die Balken schließen halt nicht perfekt damit ab. Aber fürs Erste können wir es, glaube ich, erstmal so lassen. Und zu damit. Ja, ist doch ganz in Ordnung, oder? Hier oben noch ein kleines Fenster rein. Und dann sieht das doch eigentlich ganz schmuck aus. Es wird auch langsam wieder hell, das freut mich sehr. Und wir sind schon wieder bei einem Folgenende angekommen. Mensch, es geht jedes Mal so schnell. Und Tag 6 haben wir noch erreicht. Nächste Folge schaffen wir es auf jeden Fall. Wir machen bloß noch hier drüben den ganzen Spaß hier zu. Und dann haben wir doch eine kleine Hütte, die schon mal zumindest etwas solide aufgebaut ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen zur nächsten Folge. Macht's gut.